Willkommen zurück, willkommen zurück. Da sind wir im zweiten Part unseres übererklärten Tutorial. Hier werden wir alles durchgehen, alles an Mechaniken, die da kommen werden, immer mal wieder erwähnen. Natürlich kennt ihr meine Geschwindigkeit, wer das schon mal gesehen hat, wenn nicht, willkommen. Aber das heißt natürlich, wir werden jetzt nicht irgendwie 3 Stunden pro Mechanik verbrauchen, was schon mal tatsächlich bei manchen vielleicht vorkommen kann. Aber ich werde halt auf alles so eingehen, alles mal durchschauen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die ja immer unten reinhauen. Dann schaue ich, dass ich die beantworten kann. Wie immer der Disclaimer, ich weiß auch nicht alles, ich spiele das hier auch zum ersten Mal komplett. Habt natürlich viel Informationen vorher gesammelt und so weiter, bla bla, aber natürlich bin ich trotzdem ganz sicher nicht hier der Profi. Außerdem sitze ich hier in einer nicht gewohnten Umgebung, was das Ganze auch nicht einfacher macht. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir sind Barbaren-Hunting, ne? Also ganz ehrlich, mich zittert es jetzt schon in den Fingern zu cutten, denn was machen wir momentan? Wir werden jetzt nur Barbaren erstmal klatschen, weil die uns einfach konstant auf die Nerven gehen. Und ich will eigentlich ein besonderes Zeitalter anstreben. Das könnt ihr mir glauben, aber es wird unmöglich, weil ich habe keine Naturwunder entdeckt. Und ich weiß nicht, ob die Frequenz da schlecht ist oder ob ich einfach zu dumm bin, die zu finden. Aber wenn ihr mal auf die Karte guckt, dann sieht man oft, welche dann schon entdeckt worden sind. Dann haben die auch Namen. Aber ich sehe hier wirklich gar keins. Wirklich null Weltwunder. Also wirklich gar nichts. Kann mich immer jemand korrigieren, aber ich sehe hier wirklich nichts. Ich meine, dass da immer ein Name steht und hier ist halt einfach nichts. Das heißt, ich habe extremes Pech gehabt. Oder, ja, die Frequenz ist vielleicht noch nicht ganz so hoch. Sonst sparen wir nochmal darauf, Osaka einzuverleiben. Das heißt, wir werden jetzt auf 25 Punkte gehen. Ich habe auch hier entschieden, nochmal zu warten, um zu heilen. Dass wir da auf Nummer sicher gehen können. Und ansonsten ziehen wir jetzt aus und klatschen hier immer mehr Barbaren. Ich denke mal, dass wir das tatsächlich, kann man glaube ich auch trotz Tutorial bisschen kicken, außer ich finde hier mal irgendwas Interessantes. Kann ich so wie diese Speerbewegung und so schon rausnehmen. Ich denke, da ist mir keiner böse. Oh, hier ist was. Da, Campo Grande. Ne, das ist einfach nur eine Stadt oder eine Vorstadt. Schade, ich dachte, das wäre etwas Interessantes gewesen. Ja, wir haben auch hier übrigens eine Fähigkeit wieder bekommen. Wir können Heurika nehmen. Das geht nochmal ganz gut, weil wir halt im neuen Zeitalter sind. Das heißt, wird uns 10 Forschung bringen, wird uns den Glauben abschließen. Können die Spitzenforschung nehmen. Da kriegen wir Innovation. Bei Innovation ist es so, dass ihr plus 10 bedeutet, dass sie müssten pro Runde dann dazu kommen. Ist ein bisschen, ja, das steht auch hier. Das heißt, wir würden die nehmen, damit wir hier alle 10 Runden zumindest, hoffentlich bald mehr, eine schöne Innovation kriegen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Und wir werden jetzt Saka integrieren. Das heißt, wir haben unsere nächste Stadt. Ganz wichtig, weil wir eben, ich glaube, würden diesmal tatsächlich den Nahrungsvorrat zuerst nehmen. Das ist schon ziemlich mächtig. Weil diese Nahrung plus ist schon... schon sehr gut, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall, ja, warum würden wir das nehmen? Weil die Innovation halt gute Punkte dazu gibt. Und wir werden das hier übernehmen und würden jetzt Nahrungsvorrat nehmen, um halt die Bevölkerung schneller wachsen zu lassen. Wir werden natürlich wieder unseren guten alten Arbeiter hier hinsetzen, um die Bevölkerung schnell wachsen zu lassen. Und wir kriegen, genau das wollte ich auch noch sagen, wir kriegen ja Stein, was ja, oder Marmor, was für unsere Steinbruchgeschichte mit dem neuen Ingenieurskunst, also neuen Nationalgeist, den wir bekommen haben, exzellent vereinbar ist, weil wir dann hier Steinbrüche billiger kriegen, Steinmetze billiger kriegen und darauf aufbauen können. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Wir haben jetzt unseren Nahrungsvorrat in der Hauptstadt durch, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, jetzt wächst hier endlich mal was. Ihr seht, jetzt ist es wieder grün, der Balken. Halleluja. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Was bauen wir jetzt als nächstes? Kriegsschau auf keinen Fall. Feldlager, Arbeiterlager wäre tatsächlich nicht schlecht. Wir müssten mal da auch ein bisschen dann pushen, dass wir da ein bisschen mehr... Verbesserungspunkte bekommen. Meine Verteidigung wäre auch nicht schlecht. Die Palisadenzäune. Das ist nichts anderes als einfach wirklich Palisade. Ich nehme es erstmal Arbeiterlager. Ich bin so gierig und nehme das so. So, dann haben wir den Glaube durch. Das heißt, wir können jetzt kleine Tempel bauen. Die bringen Kulturwissen. Wir können die Gärungsgräben bauen. Das war ja unser Ziel eigentlich. Das müssen wir auf 19 sparen. Ich habe mit dem Jagdlager vielleicht doch einen Fehler begangen, weil die Trauben können wir zu Kultur machen. Was uns halt schnell die Kulturfähigkeiten gibt, was ganz cool ist. Wir müssen auch dran denken, jede Stadt bringt uns Kultur deutlich weniger ein. Da müssen wir auch dran denken. Presse. 2 Flachs oder Oliven, die haben wir auch nebenan, deswegen auch ganz cool. Zu 8 Nahrung, 3 Vermögen. Halleluja, das wäre ganz cool. Und Weberei, Wandel 2 Wolle, Baumwolle oder Flachs. Also wir sind jetzt in dieser erweiterten Rohstoffgeschichte. Das heißt, jetzt kommen die Rohstoffe, die ihr bekommen habt in dem ersten Zeitalter, werden jetzt genommen und in diesen Verbesserungen, die wir ja jetzt als Beispiel haben, auch Steinbruch und so weiter oder Steinmetz, die werden jetzt genommen und zu etwas verbessert, was halt mehr Ressourcen bringt. Hier zum Beispiel 6 Vermögen. Ich finde das ja aber wesentlich krasser. Mit 8 Nahrung ist schon... Holy moly, das ist schon echt krank. Ich würde auf Disziplin jetzt gehen. Zwar einfach, um diesen Slot dazu zu kriegen. Ich finde diesen Armeeslot so wichtig, gerade auch mit Barbaren, weil die uns sonst konstant auf die Nerven gehen. Wir müssen aber auf jeden Fall auch diese Olive irgendwie noch erreichen. Und das kann man echt gut machen. Diese Olive mitnehmen.
Können wir unten mal das Camp angehen? Ich glaube, wir sind geheilt genug. Das heißt, wir können da schon mal ein bisschen Schaden verursachen. Denkt dran, die Palisade hält uns alle ab. Total nervig. Aber das sollte trotzdem an sich, hoffe ich, passen. Hier oben haben wir übrigens nur Nahkämpfer, was ein bisschen lässig ist. Aber gut, da kümmern wir uns dann nachher drum. Okay, jetzt können wir uns das einmal ganz schnell anschauen, wie die Palisade schrinkt. Jawohl. Und ja, er lebt noch immer tatsächlich. Total ätzend. Unsere Einheiten sind ziemlich Schrott. Wir können ihn natürlich zum Anführer machen. Mache ich momentan aber jetzt noch nicht. Das bringt uns noch nicht so viel. Und wir haben nochmal einen tatsächlich... Oh, 10 Verbesserungspunkte. Absolut. Absolut. Ey, das ist ja genial. Jetzt können wir uns eigentlich eine Presse, nicht Presse, sondern eine... Ne, wir können uns nicht... Oh, die kostet noch mehr. Gärungsgrube leisten dann bald. Das ist sehr gut. Dann können wir unsere Trauben verwandeln. Wir haben allerdings nur eine Traube, was ein bisschen das Problem ist. 2 Trauben ist natürlich auch brutal teuer. Ist das echt so gedacht, dass man 2 davon braucht? Das ist ja brutal. Oder Reis in 2 Weinen. Ja, tatsächlich. Boah, das ist... Das ist teuer. Ich glaube, da müssen wir erstmal doch was anderes bauen. Das ist ein bisschen nervig, ne? Leben, ja, Leben sammeln bringt ja überhaupt nichts. Haben jetzt auch keine weiter. Ja gut, wir können hier unten natürlich auf die Steingeschichte bauen. Dafür müssen wir aber erstmal unsere andere Forschung haben, damit das Sinn ergibt. Und wir könnten halt noch eine Vorstadt hier unten bauen nachher. Ja, alles nicht so glücklich. Wir müssten vielleicht doch auf das Gebäude gehen, dass uns auch die Legitimierung oder wie das heißt nochmal gibt. Damit wir da ein bisschen mehr an den Punkten bekommen, um die Reichweite zu erhöhen von unserer Stadt. Weil das macht man, glaube ich, soweit ich merke, gar nicht. Also außer mit, der Vorstadt an sich. Seht ihr ja, dass sonst noch gar keine Grenze gewachsen ist, was schon ziemlich krass ist. Weil wenn wir irgendwie von Deutschland gewarnt, nur weil wir da oben mit unserer, was ist das, mit dem Speer rumlaufen. Okay, ja gut, weiß nicht, ist halt einfach ein Speer, ne? Ihr seht, wie viele Truppen die da haben und wie lange die brauchen, um diese Stadt einzunehmen. Das ist schon eine gute Entscheidung, glaube ich, dass wir da noch nicht rangegangen sind. Denn da braucht man anscheinend ein bisschen mehr. Oh mein Gott, was läuft denn hier alles rum? Leute, ey. Pack die bitte mal aus dem Leben. Ist ja schon mal weg. Der Anführer macht ganz gut seinen Job, denn wir kriegen nicht so viel Schaden, wie ihr seht. Also deutlich weniger, als wenn wir normalerweise angegriffen werden von so einer Truppe. Also von der 35er-Truppe, muss ich sagen. Wobei das auch sein kann, dass sie noch gar nicht angegriffen hat. Ja, die hatte noch nicht angegriffen. Halleluja, die hat uns komplett aus dem Leben gewalzt. Ja gut, die haben auch einen Bogenschützen, weil wir nicht... Boah, guckt euch diesen Schaden von diesem bescheuerten Bogenschützen an. Halleluja. Wir werden den natürlich auf jeden Fall umhauen. Auch wenn wir da jetzt wahrscheinlich nochmal was verlieren. Wir verlieren alles. Was? Okay, das hätte ich mir vielleicht doch angucken sollen. Moment, das war doch nur ein Bogenschütze, oder nicht? Warum hat er uns komplett aus dem Leben gepflückt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na egal, wir kriegen auf jeden Fall das. Oh, 20 Regierungspunkte, ja. Dann nehmen wir natürlich hier hinten Innovation plus 10 und 2 Kultur, was natürlich extrem gut ist. Das kriegen wir richtig schnell. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Extrem schnell unsere Geschichten. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Militär beschwören. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich hätte es mir vielleicht nochmal anschauen sollen. Das war nicht so intelligent, was genau uns da jetzt komplett weggehauen hat. Ja, wir müssen gleich ein paar Einheiten machen, glaube ich. Das wird auf jeden Fall nötig sein. Da führt kein Weg da vorbei. Absolute Pro-Move. Auch einfach so, auch nur Bullshit, einfach mal rein, gar nicht reingucken, einfach mal, boah, machen wir einfach mal weg und dann stirbt einfach alles. Ja, und hier spawnt natürlich genau noch eine 45er-Armee, bevor wir das Camp kaputt machen. Das heißt, die Armee ist wahrscheinlich auch ausgelöscht. Ja, nicht so nett. Ja, das ist alles, was von unserer Armee übrig geblieben ist, unser Bogenschütze. Was sind das denn genau für Einheiten? Sind das alles Sperrkämpfer oder was? Nö, es ist einfach, was ist das? Erfahrener Barbar. Okay, er ist erfahren und deswegen haut er unsere gesamte Armee aus dem Leben. Ja, dann ist gut, dann wissen wir Bescheid. Interessant, hatte ich aber auch noch nicht die Erfahrung, dass sie mich so sehr nass machen, also ganz sicher noch nicht. Ah, guck mal, wir haben die letzte Nation gefunden. Was ist das? Was ist das? Amerika, okay, mit dem einen Stern. Gut zu wissen. Dann haben wir auch die gefunden. Dann haben wir Disziplin. Gut, bringt uns jetzt gar nichts, weil alles gestorben ist. Aber theoretisch wäre es nicht schlecht. Wir kriegen jetzt auch Streitwagen. Das heißt, unsere erste mobile Einheit, der Kavallerie. Die ist ja sehr gut gegen Fernkämpfer, was nicht schlecht ist. Denkt dran, Linien. Aber das werdet ihr ja morgen eigentlich im Tutorial sehen. Von daher sollte ich das heute nicht... Oder habt ihr heute im Tutorial gesehen, so muss ich sagen. Aber auf jeden Fall sind die recht gut als Einheit. Natürlich sehr stark. Typisch erste Kavallerieeinheit immer sehr, sehr stark. Und wir können hier Verstärkung machen, dann kriegen wir Gesundheit und Moral für Kampferfahrungen, die wir bezahlen müssen. Und den Gewaltmarsch, dass wir uns mehr bewegen können, was ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ist. Wir würden jetzt auf jeden Fall auf Bergbau gehen, wir brauchen die Steinbrüche, um das so ein bisschen zu maximieren. Wir haben nämlich noch immer sehr viele Verbesserungspunkte, die wir jetzt bekommen hatten. Ich denke, ich baue jetzt mal irgendwas, was noch ein bisschen Sinn ergibt, zum Beispiel hier die Holzfällerlager oder so, wäre tatsächlich nicht schlecht. Da sind wir bei Fürsterei. Würden die einfach hier nochmal reinsetzen, dann können wir nachher das hier schön zu einer Spezialisierung
festlegen. Da müssen wir aber erstmal die 25 Punkte haben. Wir könnten öffentliche Verbesserungen nehmen. Das heißt, wir kriegen einfach noch mehr Verbesserungspunkte. Brauchen wir momentan nicht. Wir haben jetzt die Verstärkung. Das heißt, wir können so Einheiten heilen. Kommt ein bisschen zu spät, aber Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die könnte halt, die sollte da immer nützen. Denkt dran, diese Kartenfähigkeiten zu nutzen. Und hier können wir auch zum Speerträger aufwerten. Das kostet nur 3 Kriegspunkte. Das nehmen wir natürlich definitiv mit, weil ihr seht, unsere Armee wird weiterhin verfolgt. Ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal Friede, Freude, Eierkunde hätten. Wir haben ja jetzt auch unsere Sache gebaut. Das heißt, wir würden hier auch direkt mal einen Streitwagen bauen. Denn wir müssen ein bisschen was nachpumpen, nachdem wir jetzt alles verloren haben. Denn die KI, wenn sie so ist wie immer bei einem 4X-Game, riecht natürlich, dass wir hier eine Schwäche aufweisen. Trotzdem haben wir beide Camps weg. Das ist ja schon mal gut. Also, nee, das dritte Camp noch nicht, aber 2 haben wir schon mal weg. Hätte mich ein bisschen, glaube ich, gefreut, wenn es mehr gewesen wäre. Aber gut, ist jetzt so. Jetzt hassen sie uns. Deutschland hasst uns jetzt. Ist klar, wie gesagt, sie wittern Schwäche. Das mag die KI gar nicht, wenn man schwach ist. Ist aber auch okay. Wir haben sie auch auf hohe Schwierigkeitsstufe verstehen. Nicht so, dass ich das jetzt verurteilen würde. Es ist nur dumm gelaufen halt, weil ich da einfach nicht aufgepasst habe. Aber wie gesagt, wenn wir sterben, sterben wir halt. Dann ist es halt so. Da müssen wir ganz neu angehen. Ihr seht, da sind sie. Die erfahrenen Barbaren. Kannst dich einmal hier reinsetzen und einfach die Schnappen und ein bisschen entspannen. Das Arbeitslager ist auch gleich fertig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal voll auf Einheitenproduktion gehen, um hier voranzukommen. Hier würde ich tatsächlich, auch wenn es sich blöd anhört, aber nochmal auf den Siedler sparen. Auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen eine prekäre Situation haben. Aber wir würden diese Trauben hier mitnehmen müssen und die Oliven. Das ist dringend nötig, weil das ist so gut. Guckt euch das an. Wir hatten Stein, wir hatten 2 Trauben und Oliven. Wir könnten halt wirklich komplett ausrasten, was richtig gut wäre. Er soll uns ruhig hier in der Stadt angreifen. Perfekt, dann ist er nämlich tot. Und wir haben jetzt, Ja, sehr gut. Perfektes Timing. Wir haben die erste Innovation. Das heißt, wir haben jetzt immer so eine Möglichkeit, 300 verfluchtes Vermögen zu bekommen. Obwohl wir eh schon viel zu viel haben. Aber die Nation von Japan nutzt Steinblöcke, um überall im Land Obelisken zu errichten. Damit sich Einwohner überall an der Herrlichkeit des Gottkönigs erfreuen können. Das ist jetzt basierend halt auf unsere Geschichten. Wir haben Einfluss von Steinblöcke-Gütern. Ah, es ist natürlich nicht so eine gute. Ich hätte gehofft, irgendwas mit Wein und Kultur oder so. Aber ich glaube, wir werden Steinblöcke ja noch bekommen, ne? Oder 300. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Komm, egal. Okay, jetzt will Brasilien und... Das ist nur ein Speer. Ach, sowas muss halt programmiert werden. Es tut mir wirklich leid. Also, das muss programmiert werden. Du kannst nicht jemandem sagen, hey, deine Soldaten sind zu nah, wenn du einen verfluchten Speer an der Grenze hast. Leute, ey. Darf nicht passieren, sowas. Das ist nur eine blöde Speereinheit. Und übrigens, man müsste, was auch dringend nötig wäre, wäre natürlich auf jeden Fall... dass man hier automatisch erkunden machen kann. Ne? Ich liebe automatisch erkunden, weil ich ein sehr fauler Mensch bin beim Spielen. Naja, nicht immer, aber schon häufig. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man das einfach nicht kann. Setzen wir uns hier hin, holen uns den nächsten Speer. Wir werden hier auch langsam Richtung, ne, die besseren Sachen kommen. Also statt erweitern wäre sehr wichtig, damit wir die auch upgraden können. Ansonsten können wir hier nochmal gucken. Die Armeen übrigens von Deutschland sind hier oben ziemlich gescheitert. Also es ist sehr gut, dass wir da nicht angegriffen haben. Und da haben wir unser erstes Wahrzeichen, der Borneo-Regenwald. Das erste Wahrzeichen, was ich überhaupt sehe im ganzen Spiel. Wie gesagt, ihr würdet das dann so erkennen wie hier. Dass es einfach so eine Flagge hat, wo ihr halt eindeutig erkennen könnt, aha, ja, da ist was. Ja, haben wir noch gar nicht gesehen. Dann könnten wir jetzt eine Stadt gründen. Und zwar könnten wir hier eine bauen, um die Schäfchen einzuverleiben. Wenn ja leider hier noch keine zweite, weil die Region noch nicht hoch genug ist, glaube ich. Dann hätten wir eine Armee aufstellen, was auch nicht schlecht wäre. Speerträger. Ist das gut? Oder wir könnten noch mehr Innovation holen, weil wir haben jetzt unsere Innovation niedriger, weil wir halt diese erste Innovation bekommen haben. Ich glaube, eine zweite Stadt gründen hier unten wäre gar nicht so verkehrt. Sollte man, glaube ich, immer relativ schnell machen, auch wenn die eher mittelmäßig ist, ne? Mit einem Schaf. Ist das gut, ist das schlecht? Ich würde am liebsten hier unten natürlich hingehen. Hier wäre übrigens auch eine gute Stadt. Ja, ich gründe um meine Stadt, komm. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, aber ich mache das jetzt einfach. Dass wir dann die Schafe mit einverleiben, dann können wir da nochmal was drauf bauen. Warum denn nicht? Wir haben jetzt unseren ersten Pionier. Mit dem Pionieren könnt ihr Außenposten bauen. Ich werde den jetzt mal unten bauen. Ich will nämlich mal testen, wie dieses Absorbieren von Außenposten wirkt. Ob das dann eine Vorstadt ist, ob das eine richtige Stadt ist, das möchte ich mir mal ganz genau angucken, weil da bin ich mir ganz sicher, wie das nochmal genau war. Du kannst einfach mal da durchziehen. Ich kann leider nicht sehen, was da alles drin ist, was ich sehr unglücklich finde. Ja, und das ist, wie gesagt, das Einzige, was wir sehen. Übrigens hat uns Brasilien jetzt auch die Feindseligkeit erklärt. Ihr seht auch, die haben schon ordentlich Armee. Da kommen wir aber, glaube ich, noch hinterher. So ist das nicht. Momentan ist das Land auch noch so riesig, dass wir da eigentlich gar keine Probleme bekommen haben. Ja, deswegen haben wir auf jeden Fall auch den Pionier bekommen, weil wir eben Bergbau fertig haben. Das heißt, wir können jetzt unsere Steinmetzhütten anfangen. Also Steinbruch, dann Steinmetz und Mine. Die Mine ist halt natürlich dann über Erze.
Und wir können dann noch die Gemeinschaft errichten. Da könnte man Kran für mehr Verbesserungspunkte nehmen. Das, glaube ich, würde ich auch nehmen. Wenn natürlich hier auch Richtung Bestechung und Handel gehen. Markt wäre auch nicht schlecht. Da können wir unsere Diplomatiepunkte auch erstmal bekommen. Aber ich glaube, ich will hier eher so aufs Bauholz gehen. Ne? Stämme in Bauholz wäre nicht verkehrt. Kann man eigentlich ganz gut machen. Wir könnten auch Farmen bauen, natürlich, um ein bisschen was an Nahrung zu produzieren über Brot. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen. Hab ein bisschen Bock darauf, das hier zu machen. Hier können wir einen Steinbruch bauen. Auf unsere. Ich gucke nochmal, das auch richtig ist, nicht, dass wir falsch machen. Auf unseren Stein oder Marmor. Und dieser Marmor ist mit Steinbruch, genau. Ne? Nicht, dass ich was falsch mache. Jawohl. Einmal auf den Marmor. Boom. Dann kriegen wir hier unsere zwei Felsbrücken. Das müsste uns jetzt auch diese erste. Wie heißt es nochmal? Einfluss geben, genau. Das ist ganz gut. Noch zwei Punkte, dann können wir uns auch hier den nächsten Siedler leisten. Können den dann nach rechts bringen. Unsere Armee müsste jetzt auch wieder wachsen. Das heißt, wir sind jetzt nicht so weit hinten, wie es jetzt eigentlich scheint. Ihr seht, da unten ist unser erster Kriegsstreitwagen gekommen. Und wir sind tatsächlich schon in der nächsten Zeitalter. Und was ist es geworden? Wir sind jetzt natürlich ein bisschen hinterher. Hatte ich aber letztens auch. Also es ist normal, dass die KI da schon recht schnell ist. Und das Eisen ist einfach langweilig. Okay. Bergwerke 20% günstiger. Und die Bevölkerung ist 12,5% schneller gewachsen. Und wir haben neue Regierungen. Was ich ganz nett finde, aber schade, ich hätte mir doch dann noch etwas anderes gewünscht. Aber so ist es halt. So, jetzt haben wir 94 als Armee. Die schicken wir jetzt mal weiter. Dann sollte das hoffentlich ein bisschen besser laufen. Wir können übrigens natürlich auch schon ins nächste Zeitalter gehen. Also hätten auch eben schon gekonnt, aber hätten halt kein besonderes Zeitalter genommen. Deswegen hatte ich gehofft, dass wir da vielleicht was von der KI mitbekommen. Aber ist leider nicht passiert. Mit, weil übrigens nur noch ein Speer, also tatsächlich komplett aus dem Leben geklopft worden. Wir werden jetzt hier das blöde Barbarencamp auslöschen, hoffentlich einfach. Können wir uns ja mal anschauen. Ausnahmsweise mal. Wird auch ein bisschen schneller noch sein. Das Speerkämpfer machen ganz okay einen Schaden. Das Chariot sollte, also Kriegswagen sollte auch ganz guten Schaden machen. Naja, geht so. Ich muss sagen, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Das ist die Runde 2. Ja, müssten wir aber schaffen, glaube ich. Dass wir diese ganze Sache aus dem Leben hauen. Jetzt kommt die dritte Runde. Ja, das schaffen wir. Und dann haben wir das auf jeden Fall durch. Oder? Nicht? Doch, er ist geflohen. Ich wollte schon sagen. Dann kriegen wir nicht hier einmal. Oh ja, Produktion ist natürlich super. Wir können aber eine Kavallerie erstellen. Kriegen aber Chaos. Chaos müsste dann denken, wenn das voll ist, im Gegensatz zur Innovation, kriegt ihr massiv schlechte Events. Also Rebellion. Da können feindliche Einheiten aufkommen. Die Ressourcenproduktion wird erniedrigt und so weiter und so fort. Aber ich finde das schon viel besser. Von Flügen, von Feldern zum Ziel, von Karren einsetzen. Das ist sehr gut. 50 Produktionen. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ihr seht, dann haben wir einen Tempel bald durch. Und haben dann einen kulturellen Vorteil. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Das ist halt sehr cool, wenn ihr die Barbaren auslöscht. Hier finde ich sehr gut gemacht, dass man da auch wirklich einen guten Vorteil bekommt. Nicht irgend so ein Schwachsinn, der einem gar nichts bringt. Wir müssen auch hier ein bisschen mit der Unruhe aufpassen. Ne? Ihr seht hier Anzahl der Region. Das heißt, wir brauchen hier mal eine Stachtwache. Damit wir da ein bisschen was an Unruhe unterdrücken können. Kann man auch anders machen. Ich mache es aber jetzt einfach mal damit. Jetzt überlegen, ob ich hier vielleicht die Vasallen integriere. Das beschleunige. Ja komm, machen wir einfach mal. Jetzt seht ihr, da haben wir nämlich statt, was war das eben, 2 haben wir jetzt 7 Runden. Das heißt, wir brauchen nur noch 8 Runden, bis wir sie integrieren können. Das ist ganz cool. Die bauen sonst unabhängig von euch auch Gebäude. Das heißt, es ist jetzt nicht so schlimm, die nicht direkt abzugraden oder sonst irgendwas. Das ist schon okay. Wir werden jetzt hier diesen Speerkämpfer mal zum Anführer machen. Hoffen, dass sich das auch lohnt. Dass wir nicht schon wieder völlig dann auf die Mütze kriegen nachher. Wir haben schon wieder was fertig gebaut. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Kram bauen. Ich brauche mehr, unbedingt mehr Verbesserungspunkte. Wir müssen jetzt unser Gelände aufwerten. Wir haben jetzt eigentlich, wie ihr sehen könnt, ganz gutes Gelände. Wenn wir das da zusammengebaut haben, das passt schon. Wir werden auch keinen Siedler erstmal holen. Das heißt, wir könnten hier theoretisch auch nochmal Verbesserungspunkte herholen. Kriegen aber auch eine neue Regierung, ne? Nachher. Wenn wir jetzt gleich im Zeitalter sind. Ich glaube, das lassen wir dann lieber, weil sonst verschwenden wir die Punkte einfach nur. Haben hier genug, um unsere Stadt zu erweitern. Wir haben auch bald die Kulturfähigkeit, um das hier mal zu gucken, wie das aussieht. Aber das weiß ich auch noch nicht genau, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir könnten uns auch noch einen Kunststoff holen. Würde ich tatsächlich jetzt mal machen, weil ich gerne mal in diese Richtung gehen will, was da so abgeht. Ich glaube, wir erweitern mal die Stadt. Und zwar diese hier. So, was werde ich jetzt halt dadurch haben, ist, dass wir den Level, die Level 2 Stadt haben. Dann können wir jetzt zur Holzfällerstadt machen. Da Holzfällerstädte erwirtschaften Produktion pro angrenzende Fruchtwirtschaftsverbesserung. Das heißt, wir haben ja schon 2 in der Nähe. Und dadurch kriegen wir, wie ihr sehen könnt, 4 Produktionen, was extrem mächtig sein kann natürlich. Ne? Nochmal schön die Produktion erhöht.
Ja, ihr habt dann auch die verbundene ist halt Kyoto. Ihr seht, Region ist Kyoto. Das heißt, es gehört auch zu Kyoto dazu. Gibt uns also hier 4 Produktion und nochmal 8 Vermögen. Übrigens, kann ich irgendwie mal schneller kaufen? Also, ich habe so viel Geld. Das müsste ich eigentlich mal schauen. Okay, ich will auf Bauen, bitte. So. Das würde auf 400 noch. Okay, das ist ein bisschen lächerlich. Aber gut, können wir vielleicht für später mal benutzen, dass wir das Geld auch korrekt mal anwenden können. Warum nicht? Hier haben wir jetzt auch was Neues. Eisen wird das wahrscheinlich sein. Ja, wir haben nicht Zeit, als das Eisen erreicht. Wir haben die Künste, die jetzt möglich sind, auf freigestellt zu werden. Wir können neue Regierungen einführen und wir haben Gold und Eisen. Die Revolution, wir haben ja schon unsere Punkte auf friedlich. Das heißt, wir bräuchten 50, um hier eine friedliche Revolution anzuzetteln. Das werden wir auch sparen jetzt tatsächlich. Das heißt, der Siedler eben war ganz gut gesetzt. Wir haben noch ein paar Runden, bis wir die neue Regierung haben. Da würde ich jetzt nichts mehr ausgeben, von daher passt das schon. Und hier haben wir tatsächlich Kohle. Das ist gar nicht Eisen, was wir da bekommen haben. Könnten ja auch jetzt natürlich nachher hier mit den Diplomatiepunkten, die wir jetzt momentan nicht dazu bekommen, den Gesandten erstellen, um hier halt so einen Shenzhen zum Beispiel zu unseren Vasallen zu machen. Denn sonst kommen die uns immer mehr näher und gehen uns mehr auf die Nerven. Ihr heilt euch jetzt einfach mal. Wir können hier übrigens mal upgraden. Wir haben nicht Armbrust freigeschaltet. Boom. Wegen Eisenzeitalter. Geht relativ flott. Und damit ist unsere Armee jetzt auch mal richtig gut gewachsen. Auch ganz wichtig auf jeden Fall hinterher zu sein, gerade bei höheren oder schweren KI. Wir könnten hier Pferde, können wir die Kavallerieeinheit kriegen. Haben wir eben schon einmal gesehen. Gibt es, ja gut, das ist nicht so wichtig. Verhütung bringt uns jetzt auch nicht so viel. Infrastruktur, ich gucke es mir mal ganz kurz an, was wir da nehmen würden. Ja, ganz im Sinne unserer Idee sollten wir Künste und Schriftgelehrte nehmen. Schriftgelehrte würde halt aus Stämmen und das Papier erstellen, wo wir 8 Vermögen von bekommen, was ein bisschen sehr viel ist, aber cool. Und da könnte man halt die Bibliothek bzw. eher Schriftgelehrte bauen. Diese Schriftgelehrte bringt dann ein Manuskript hervor, was uns Wissen bringt. Das würden wir einfach mal nehmen. Wir haben jetzt die neuen Zeitalter, und zwar einmal Zeitalter der Seuchen. Da müssen wir Krisenaufladung Seuche 0 von 20. Es gibt also jetzt bald Hygiene. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir auch mit den hygienischen Schwierigkeiten klarkommen oder eben uns in dieses Krisenzeitalter reinzubringen. Fände ich eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen. Und dann Zeitalter der Monumente. Da brauchen wir 3 Monumente, die wir errichten können oder müssen, sagen wir mal. Und da müssen wir dann mal schauen, wie wir das genau erreichen können. Denn Monumente sind was denn alles? Jetzt haben wir auch generell ein paar Gebäude. Ihr seht, ihr könnt auch aufwerfen hier. Also die Dolmen zum Monument aufwerten, das wäre das. Können wir eigentlich machen, warum nicht? Wobei natürlich ein paar andere Sachen sind, so wie ein Platz oder dieser Kornspeicher wäre auch ganz cool. Wache einfach wegen der blöden Rebellion, fände ich auch ganz interessant. Aber da haben wir auf jeden Fall ein paar Optionen, die wir nutzen können. Nochmal, weil wir es eben nicht gemacht haben, hier beim Zeitalter seht ihr nochmal alles, was freigeschaltet wurde, ohne dass ihr eine Forschung haben müsst. Ihr seht es halt hier, ne, friedliche Revolution, blutige Revolution, bla bla und so weiter und so fort. Das gucken wir uns dann alles mal an, wenn es nötig ist. Wir können eine Müllgrube bauen als Verbesserung, da haben wir Hygiene, das heißt, Seuchen kommen jetzt bald. Und wir haben halt hier die Upgrades, welche Monumente halt, wofür wir halt dieses coole Zeitalter herholen können. Und dann haben wir hier Seuchenkrise, ist jetzt auch. In diesem Zeitalter kann sich ein weiteres Krisenzeitalter entwickeln. Wir wachsen natürlich nicht um Hygiene kümmert. Ich kenne mich, ich werde mich nicht so um Hygiene kümmern. Okay, das war jetzt irgendwie ein weirdes Statement. Aber ich meine jetzt im Spiel natürlich, weil ich das schwierig finde. Aber vielleicht sollten wir das tun, dass wir da nicht hinkommen, sondern eher dann dieses Zeitalter der Monumente freischalten. Da müssen wir natürlich aber auch Gas geben, wenn es um Forschung geht, was auch nicht unbedingt unlässig ist. Müssten wir eigentlich Heurika nehmen. Aber wir würden natürlich eigentlich lieber die friedliche Revolution, wobei wir die auch, ich dachte, wir könnten die auch hier rüber machen, das ist natürlich nervig. Das heißt, wir müssen die hier rüber machen. Ich wollte aber eigentlich einen Außenposten absorbieren oder eine Stadt gründen oder Heurika. Naja, machen wir das. Das heißt, wir können neue Regierung reformieren. Ist bereit für eine friedliche Revolution. Jawohl, wir wollen jetzt Kaiserdynastie oder Königreich. Ich gucke mir das wieder an und erkläre die Highlights. Ja, wir würden auf jeden Fall die Kaiserdynastie nehmen. Links sehen wir nochmal, was wir alles bekommen. Mehr Kultur, Vermögen, Produktion, Einfluss und so weiter. Das sind so die Basissachen. Könnt ihr einmal durchgucken. Und Verbesserungspunkte werden jetzt auch erhöht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, warum habe ich das jetzt genommen? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil die Sachen sind nicht so cool, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Mich vorher mal informieren sollen. Mein Palast ist ganz cool. Ihr kriegt halt einen Palast generell. Dieser Palast hat da wieder bestimmte Vorteile. Den könnt ihr zum Beispiel auch hier buffen, halt in die Region. Das heißt, eure Hauptstadt wird halt extrem gebufft. Ich würde auch dieses hier untere nehmen, weil wir haben keine Wohnraumverbesserung, wir haben keine Bauernhofverbesserung und wir haben, ja gut, das können wir vielleicht nochmal nehmen, aber keine Müllentsorgungsverbesserung momentan. Aber ich fände halt dieses Wissen ganz cool und generell diese Linie unten, damit wir den Palast halt bauen und da unsere Hauptstadt buffen. Von daher würden wir das tatsächlich nehmen und können jetzt den Palast auch bauen, wenn wir das wollen. Und könnten auch schon die Nahrung, den Bauernhof brauchen wir nicht, aber Regionslevel beim Palast. Wir haben auch noch keinen Palast gebaut, von daher brauchen wir da jetzt noch nicht so panisch zu sein. Das kriegen wir dann nachher erst. Der Palast dauert hoffentlich nicht zu lange. Da müssen wir jetzt mal schauen.
Oder müssen wir das irgendwie per Fähigkeit machen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wo haben wir's? Ah ja, hier, Palast. Oh, das ist cool. Kostet 20. Ja, bauen wir natürlich direkt rein. Das heißt, wir haben Kyoto jetzt mit Palast ausgestattet. Das heißt, wir könnten jetzt auch, haben aber die Punkte gerade nicht, aber können dann gleich hier direkt das Regionslevel erhöhen. Was eben unsere Städte nochmal bufft hier und generell unser Bevölkerungslimit erhöht, was ganz, ganz gut ist, womit man auf jeden Fall arbeiten kann. Wir könnten hier nochmal 10 Verbesserungspunkte kriegen, für die Oliven vielleicht. Weiß nicht, ob vielleicht Stadt erweitern da besser ist. Ne, wir machen das auf jeden Fall mal und nehmen hier mal die Oliven mit dran. Das heißt, wir nehmen uns eine Plantage und bauen die auf die Oliven. Haben wir noch ein bisschen Geld. Also Geld haben wir jetzt sowieso extrem viel. Also könnten jetzt zwischen die Kran einfach mal uns kaufen. Kostet 72, machen wir einfach mal. Damit wir direkt das nächste bauen können. Zwar, wenn wir hier aufs Monument gehen. Warum nicht? Es ist so ein bisschen die Linie, die wir nehmen wollen. Wir wollen ein großmächtiges Bauvolk oder Erbauervolk sein. Und da passt das doch eigentlich ziemlich gut, dass wir da auch auf diese Sachen gehen. Hier würde ich, glaube ich, in Osaka erstmal den Tempel bauen. Stadtwache haben wir jetzt. Das heißt, wir können hier ein bisschen die ganze Rebellionsgeschichte herabsetzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich hier auf Osaka gehen hier. Da haben wir nämlich jetzt minus 8. Das heißt, das passt jetzt wieder. War schon mal nicht schlecht. Ja, du sollst bitte da einfach stehen bleiben. Ich meine natürlich, ja. Genau. Wir könnten auch mal Kobe einfach jetzt hier reinsetzen. Vielleicht können wir damit schon mal ein bisschen Unruhe unterdrücken. Glaube ich nicht, weil das komplett irrelevant ist. Und dann beenden wir nochmal die Runde und dann ist gleich schon der nächste Part vorbei. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen vorangekommen. Ja, heimische Exporte erkläre ich auch mal. Das brauchen wir momentan auch noch nicht, weil wir einfach keine Verbesserungspunkte haben. Also ich glaube, da müssen wir, mit nächstes Mal weiß ich, dass ich da auf jeden Fall nochmal mehr rangehen muss. Das wäre einfach, wenn wir jetzt hier die Güter haben, könnten wir hier unten dann mit einem Markt oder Lager, glaube ich, halt die Güter transportieren, hin und her transportieren. Was zum Beispiel helfen würde, wenn ich jetzt 2 Oliven ja brauche, kann ich von der anderen Stadt mir Oliven rüberschicken, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ansonsten ist die Hauptstadt schon mal ganz gut gewachsen, würde ich sagen. Die kann man, damit kann man schon mal arbeiten. Die wächst jetzt auch ganz gut weiter. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass das bei den anderen Städten auch so bleibt. Momentan sieht es aber eigentlich noch ganz gut aus. Wir müssen aber dringend mehr hier Verbesserungspunkte haben. Dann haben wir einfach viel zu wenig. Behausung brauchen wir momentan auch gar nicht. Was wir brauchen, sind die ganzen Ressourcen hier. Und halt, ja, was wir noch machen müssen, ist hier diese, wo ist es? Steinmetz nehmen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, Steinmetz. Der kostet noch immer 90, trotz der Reduktion. Habe ich die überhaupt schon? Ich Idiot, habe die noch gar nicht bezahlt. Ich bin ein so. Okay, da möchte ich mich schon mal entschuldigen. Wir hätten natürlich zuerst mal diese 20 Punkte hier reinsetzen sollen. Ihr seht, das ganz wichtig auch fürs Tutorial. Das Spiel weist euch da nicht drauf hin. Ne? Ich Idiot hätte da selber dran denken müssen. Das ist ja unser Nationalgeist. Da haben wir momentan noch gar nichts von gehabt, weil ich das tatsächlich nicht gut genutzt habe. Wir müssen dringend natürlich hier auf die Steinmetze und Steinbrüche runtergehen. Wir haben schon einen Kosten nicht reduziert gebaut. Ich dachte eigentlich, der wäre teurer gewesen, nämlich als natürliche Verbesserung. Deswegen habe ich da gar nicht mit gerechnet. Aber gut, es ist halt alles erfahrungswert. Ihr müsst halt immer dran denken, dass ihr da aufpasst. Denn ich habe da jetzt wirklich nicht mehr dran gedacht. Weil wir haben trotzdem gute Fähigkeiten gehabt. Ne? Stadt erweitert. Wir haben ja öffentliche Verbesserungen zweimal genommen. Oder einmal. Da hätten wir jetzt zum Beispiel nicht, machen sollen. Da hätten wir lieber was anderes dafür bekommen. Aber gut, ist halt so. Oh mein Gott, wir sind ja nochmal bei Bahn. Wir müssen auch bald nochmal eine zweite Armee bauen, damit das Ganze auch ein bisschen fluffiger vorangeht. Weil da ist auch noch ein Bahncamp. Da gehen wir direkt mal hin. Weil wir sonst nämlich langsam ein paar Probleme bekommen. Naja, ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich schon mal eine ganz gute. Oh. So schnell geht der Auspost kaputt. Ja, gemein. Egal. Den müssen wir eh noch. Das ging jetzt eh nicht, dass wir die Fähigkeit nutzen gerade. Aber ihr seht, wie schnell der kaputt geht. Auch ein interessanter Lärmmoment. Was ist denn hier los? Ach je, Mini. Und hier ist Gold übrigens. Nett. Könnte man natürlich mitnehmen. Das ist auf jeden Fall nur Kampf. Wir brauchen Gesandten, um mit denen zu reden. Das ist auch ein bisschen ätzend. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Armee produzieren danach. Wobei ich halt diese ganze Geschichte mit den Monumenten so interessanter finde. Halt auf jeden Fall mehr als Ziel. Ja, Bedürfnisse. Wir sehen, wenn das jetzt, das haben wir auch schon mal erklärt, wenn hier oben jetzt Bedürfnisse steht, zum Beispiel hier 200% heißt Wohnraum. Okay, 200% heißt, ja, wir haben genug Platz. Problem ist, wenn das jetzt niedriger wird, wird es halt immer schwerer mit Wachstum. Und wenn die gar nicht erfüllt sind, dann werden die halt auch sauer und kann es auch zu Schrumpfen, also Wachstumsproblemen kommen. Und das ist ja mit Nahrung, haben wir ja schon mal gesehen, ähnlich. Wir brauchen immer genug Nahrung, um das aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel müsste ich jetzt hier mal eine Farm bauen, um die Nahrung auch weiterhin oben zu halten. Auch das noch wichtig. Na egal, wir würden jetzt auf jeden Fall den zweiten Part beenden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und lernt aus meinen Fehlern. Das ist ja, deswegen mache ich das. Ich mache absichtlich Fehler, sonst bin ich ja eigentlich perfekt. Aber dass ihr daraus lernen könnt und hoffentlich kriegen wir auch mal ein neues, gutes Zeitalter statt nur das langweilige Eisenzeitalter. Bäh. Die könnten sich auch mal gegenseitig angreifen, finde ich. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Gucken wir einfach mal, was haben die bisher? Das können wir noch mal ganz kurz gucken.
Ihr seht, die haben jetzt hier Fortaleza. Ist das schon eine neue Stadt? Das ist auch wieder neue, glaube ich, Siedler. Ja, sonst haben sie 1, 2, 3. Ist das auch eine neue Stadt? Also sind, glaube ich, schon 4, 5. Ne, 4. 4 ist okay, ne? Die sind aber auch langsam, kommt sich hier Amerika und Brasilien auch näher. Das ist ganz gut für uns. Ich hoffe mal, dass sie sich da ein bisschen aneinander aufreiben und uns dann da raushalten. Das wäre schon mal eine ganz coole Sache. Warum kam da gerade Diplomatie bei den Stören? Und wir haben gleich auch den Basalt. Egal. Dankeschön, lernt aus meinen Fehlern. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.